Das sind die LTV-Themen am Montag. Lausitzer wollen arbeiten. Aus Spaß an der Freude und Bundesliga in der Lausitz-Arena. Das und mehr gleich hier im Anschluss. Das Lausitzer Lächeln 2014. Zum 12. Mal präsentiert die Spreegalerie das größte Fotoshooting der Lausitz. Bewerbt euch vom 2. März bis zum 13. April und lasst euch kostenlos bei Foto Goethe fotografieren oder ladet euer schönstes Lächeln auf www.spreegalerie.de hoch. Werdet das Lausitzer Lächeln 2014. Und gewinnt Reisegutscheine, Konzerttickets und Sachpreise im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Das Lausitzer Lächeln 2014. Macht mit und bewerbt euch vom 2. März bis zum 13. April. In der Spreegalerie, der City-Einkaufstreff. Herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag, liebe Zuschauer. Es war der erste Auswärtssieg seit mehr als einem Jahr. Energie Cottbus gelang ein 3:1 Erfolg in Bielefeld. Zum Glück konnte Boubacar Sanogo zu diesem Spiel wieder eingesetzt werden, denn er war gleich an 2 von 3 Toren mitbeteiligt. Jetzt besteht die Chance auf den Relegationsrang 16. Dafür müsste die Mannschaft einen weiteren Sieg am kommenden Mittwoch beim Heimspiel gegen 1860 München erreichen. Am vergangenen Wochenende war ja wieder jede Menge los in Cottbus, so auch am Samstag bei der Jobmesse in der Stadthalle. Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage stellten sich auch über 2000 Menschen am vergangenen Wochenende. Denn sie alle haben eines gemeinsam: Sie suchen einen Job. Und fündig werden konnten sie auf der Jobmesse der Arbeitsagentur in der Stadthalle Cottbus. Ja, wir haben einerseits natürlich eine super Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, aber immer noch relativ viele Arbeitssuchende. Andererseits sehr viele Stellen. Im Augenblick 3200 Stellenangebote in der Vermittlung der Agentur für Arbeit. Und jetzt kommt es darauf an, Angebote und Nachfrage zur Deckung zu bringen. Und dazu braucht es natürlich gute Angebote, das heißt Arbeitsstellen, von denen man auch leben kann. Und wir brauchen zusätzlich zu den Arbeitssuchenden hier auch Menschen, die die Lausitz mal verlassen haben und jetzt Ausschau halten, wiederzukommen. Oder auch die Menschen, die hier wohnen geblieben sind, aber woanders arbeiten. All diese Menschen möchten wir mit der heutigen Messe ansprechen. Und angesprochen fühlten sich viele. Den rund 3200 Stellen standen über 2000 Besucher gegenüber. Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Ich bin ausgebildeter Ingenieur, also Wirtschaftsingenieur, Logistik und habe eine kaufmännische Berufsausbildung. Das ist ja nicht schlecht, was hier von der Arbeitsagentur organisiert wird, dass Aushänge sind, dass man herkommen kann. Allerdings muss man kritisieren, so aus meiner Erfahrung heraus, dass es eigentlich eine Vermittlung vor Ort, da es einen Arbeitgeberservice gibt, gar nicht richtig erfolgt. Also da muss ich von meiner Warte aus die Arbeitsagentur und auch teilweise die hiesigen Firmen, die hier ansässig sind und Fachkräfte suchen und das auch öffentlich propagieren, kritisieren. Weil das widerspricht sich mit den Erfahrungen, die man selber macht aufgrund von Bewerbungen. Und so gestaltet sich die Jobsuche schwierig, denn viele Faktoren müssen berücksichtigt werden. Zum Beispiel die Vereinbarkeit mit der Familie. Die Kinderbetreuung ist ein ganz großes Problem, weil in den Pflegeberufen wird meist in Schichten gearbeitet. Ich selber bin auch Schichtarbeiter und somit ist das ganz schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Also die Schichtarbeiten für die Frau, für den Mann und die Kinderbetreuung, das ist ganz schwierig. Das ist ein reiches Problem. Da ist es gut, wenn man sich gleich mit den Arbeitgebern unterhalten kann. 48 Unternehmen standen zur Verfügung. Dennoch sie suchen dringend Arbeitskräfte. Gerade hier in der Region die Fachkräfte überhaupt zu kriegen, das ist das Problem. Was ich sehe zumindest, weil die Fachkräfte hier aus der Gegend abwandern und nicht hier bleiben. Und wir als potenzieller Arbeitgeber suchen halt genau diese Kräfte und wollen diese auch an unser Unternehmen binden. Dann bieten wir auch gute Positionen an im Unternehmen, was natürlich immer wieder weiterhin auch stetig wächst, sage ich mal, und neue Herausforderungen stellt. Also ist eigentlich alles klar. Und dennoch finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht zusammen. Und so stellt man sich die Frage, warum? Woran fehlt es denn? Den Mut müssen die Leute erstmal entwickeln, zu ihnen zu kommen. Die Angst überwinden und die schulische Ausbildung ist im Moment nicht so prickelnd, dass man sagt, ja, hurra, jetzt haben wir jemanden, das passt. Die Bereitschaft, sich selbstständig Wissen anzueignen, das vermisse ich immer mehr. Man muss immer treiben. Aber selber aktiv werden, das ist schwer.
Das sehen wir als Problem. Das liegt manchmal am Angebot selbst, also an der Höhe des Lohnes. Es liegt manchmal an den Rahmenbedingungen. Hier und da kann der Arbeitgeber positiv dran drehen, manchmal nicht. Bäcker müssen beispielsweise früh aufstehen, da kann auch der beste Unternehmer nichts dran ändern. Aber wir brauchen gute Rahmenbedingungen, gute Angebote und Unternehmer, die auch auf Dauer leistungsfähig sein wollen, brauchen gute Leute und sie müssen sich überlegen, dass sie denen auch gerne durch uns gute Angebote machen. Gute Angebote gab es am Wochenende jedenfalls genug. Und auch wenn nicht immer jeder Bewerber auf jede Stelle passt, die Chancen auf einen Job in der Lausitz sind so gut wie lange nicht. Und so heißt es auch weiterhin, wenn nicht jetzt, wann dann? Ein gutes Angebot haben wir aber noch für Sie. Die Teleco GmbH Cottbus sucht ab sofort eine Sekretärin. Voraussetzungen sind ein sicheres Auftreten im Umgang mit den Kunden und gute Computerkenntnisse. Dabei erwarten können Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung. Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie an teleco@teleco-gmbh.de senden oder Sie rufen an unter Cottbus 58 00310. In der Lausitz-Arena konnte man am vergangenen Wochenende auch jede Menge erleben. Beginnen wollen wir am Samstag mit dem Move and Dance Day. Tanzen hält fit, verbindet und macht vor allem gute Laune. Nur drei Gründe, die am Samstag Profi- und Hobbytänzer zum ersten Move and Dance Day in die Lausitz-Arena zogen. Ja, ich finde es einfach ganz toll hier, muss ich sagen. Die Atmosphäre ist gut, man sieht viel. Ich finde die Idee super. Ich finde, das war schon lange mal nötig, dass das auch in Cottbus gibt. In anderen Städten gibt es sowas Ähnliches ja schon. Ich fand es erstmal sehr toll, dass sowas mal in Cottbus stattgefunden hat. Dass man sich als Verein, vor allen Dingen auch als Karnevalverein, präsentieren kann. Konzentrierte Kinder bei ihrem großen Auftritt als Marienkäfer und gespannte Zuschauer. Der moderne, kreative Tanz der 4- und 5-Jährigen war ein Hingucker. Klar, dass die Eltern die Aufführung ihres Nachwuchs unbedingt festhielten. Und die Knirpse hatten sichtlich Spaß. Also es ist kein Steno-Ballettunterricht, es ist eine Mischung aus Kreativität und Impulsentwicklung. Also ich gebe den Kindern das Werkzeug und tanzen tun sie. Und Spaß steht an allererster Stelle. Es muss Spaß machen, sonst bringt das bei Kindern nichts. Der Spaß steht auch bei diesen Damen im Vordergrund. Ein Schritt nach rechts, ein Schritt nach links. Die Seniorengruppe der evangelischen Gemeinde Guben ist immer für ein Tänzchen zu haben. Wir treffen uns, um zu tanzen, um Freude zu haben, um nicht allein zu sein. Tanzen ist ja gut fürs Gemüt und für den Körper. Also wir trainieren nicht für Auftritte, das ist so nicht bei uns. Auftritte sind nur manchmal ein Höhepunkt. Wem es bei all den Tanzanlagen schwer fiel, still zu halten, der konnte sich in Workshops selbst austoben. Zumba-Trainer Sergei leitete die Tanzwilligen an. Und auch der Nachwuchs versuchte sich. Zumba nur für Frauen? Von wegen. Auch das männliche Geschlecht probierte sich aus. Somit ein gelungenes erstes Mal für den Move and Dance Day. Na klar sind wir zufrieden, weil über 20 Tanzgruppen, Tanzvereine mitmachen. Dann sind ganz viele Eltern, Großeltern und Tanzinteressierte da. Super Stimmung in der Lausitz Arena. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Es ist eine tolle Veranstaltung. Zu dieser auch die Minifunken der Interessengemeinschaft Cottbuser Karneval beitrugen. Zwar befinden sich die Jecken eigentlich im Winterschlaf, doch die Tanzmariechen störte das nicht. Begeistert und leidenschaftlich zeigten sie ihre Einlagen aus der letzten Saison. Und in der Narrenhochburg Cottbus kann man ja von Karneval nie genug bekommen. Wir wissen ja alle, die Zeit rennt und manchmal auch davon. Und also wir sind da schon dran mit Musik zusammensuchen, schon Ideen sammeln, wie sollen die Kostüme aussehen dazu. Und und dann beginnt eigentlich auch schon das Training und dass wir dann gewappnet sind für den 11.11. Beeindruckende Showeinlagen und eine große Portion Spaß. Der erste Move and Dance Day ließ den tristen Samstag zu einem Gute-Laune-Tag werden. Wir kommen jetzt nicht nur vom Samstag zum Sonntag in der Lausitz-Arena, sondern auch von den Laien zu den Profis. Um 14 Uhr begann dort nämlich das erste Bundesliga-Turnen. Am Sonntag empfang der SC Cottbus den Bundesliga-Aufsteiger Siegerländer Kunsttonvereinigung. Für beide Teams die erste Begegnung in dieser Saison. Der SC Cottbus hatte es diese Saison besonders schwer.
Mit einem Durchschnittsalter von 17,5 Jahren sind sie die jüngste Mannschaft der Bundesliga. Hinzu kommt, dass Christopher Josch verletzungsbedingt ausfällt. Begonnen wurde am Boden. Marc Krause machte für den SCC den Anfang. Er überzeugte durch schwierige Techniken. Die Siegerländer begeisterten die Jury ebenfalls mit einer starken Performance. Am Pferd legte der SC Cottbus dann aber nochmal nach. Robert Juckel, Alexandre Supron und Marc Krause holten hier ganze 14 Punkte für den SCC. Die Siegerländer versuchten bei den Ringen nochmal Punkte rauszuholen. Dies gelang jedoch nicht, auch dank des starken Marc Krauses. Zur Pause stand es dann 24:13 für den SC Cottbus. Für die Siegerländer ging es nach der kurzen Erholungsphase aber nicht besser weiter. Beim Sprung patzten sie einige Male, sehr zur Freude für den SC Cottbus. Youngster Enrico Barowski und der wettkampferfahrene Marc Krause gaben nochmal alles und faszinierten Jury und Publikum. Und so ging es am Barren und bei den Ringen weiter. Am Ende siegte der SC Cottbus mit klarem Abstand über die Siegerländer. 49:25 der Punktestand. Marc Krause holte insgesamt 12 Punkte und war somit in der Einzelwertung Zweiter, hinter seinem Teamkollegen Alexandre Supron. Beide waren stolz auf ihre recht junge Mannschaft. Also ich bin sehr positiv überrascht von der Mannschaft. Im Training hat nicht alles funktioniert. Dafür im Wettkampf umso mehr. Natürlich haben sie ein bisschen gepatzt, aber das gehört dazu. Und ich bin echt zufrieden mit den kleinen Jungs von uns. Haben sie toll gemacht. Auch sportlicher Leiter Carsten Oeltsch ist erleichtert über den Sieg. Er und seine Jungbrigade haben ein klares Ziel vor Augen. Wir sind erstmal sehr glücklich, dass wir hier gewinnen konnten, relativ deutlich. Und ich sag mal, unser Ziel ist Klassenhalt in diesem Jahr. Und da haben wir jetzt einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Bei der Freude sieht man auch schon Richtung nächster Woche. Der nächste Gegner heißt KTV Chemnitz. Marc Krause ist überzeugt von seiner Mannschaft und blickt optimistisch in die Zukunft. Wir haben uns schon schlau gemacht, wie viele Punkte sie geturnt haben gestern. Und da denken wir, dass wir auch eine Chance haben zu gewinnen. Und wenn wir da noch gewinnen, dann wollen wir natürlich auch den nächsten Wettkampf gewinnen. Und ob das zu schaffen ist, wird der weitere Saisonverlauf zeigen. Doch erstmal gilt es nächste Woche, den KTV Chemnitz zu besiegen. Das junge Team um Trainer Carsten Oeltsch hat zumindest jetzt schon bewiesen, dass sie sich im Männerbereich behaupten können. Der Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft traf sich letzte Woche Donnerstag. Der BWA thematisierte die sinkenden Zahlen von Fachkräften in unserer Region. Zu diesem Problem lud man sich einen besonderen Gast ein. Malen allerdings langsam. Grundlegende Änderungen im Schulsystem sind kurzfristig kaum möglich. Der BWA wird dennoch weiter nachhaken und Ideen und Vorschläge an die Politik richten. Es sollte ein gemütlicher Gesprächsabend werden. Dabei war das Thema mehr als brisant. Der Cottbuser Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, kurz BWA, hat sich im Waldhotel getroffen. Es ging um die sinkende Zahl an Fachkräften in unserer Region. Mit Martina Münch lud man sich dazu einen fachkundigen Gast ein. Als Ministerin für Bildung ist sie für die Berufsvorbereitung in Brandenburg verantwortlich. Immer wieder fallen dabei die Wörter demografischer Wandel. Das heißt, immer weniger qualifizierte Fachkräfte rücken in der Arbeitswelt nach. Wenn diese Lücke nicht schnell geschlossen wird, könne das schwerwiegende Folgen haben. Experten prophezeien in den nächsten 10 Jahren ein sogenanntes demografisches Echo. Das ist ein Begriff, der klingt ein bisschen seltsam, aber es verbirgt sich dahinter schlicht und ergreifend, dass wir nach der Wende einen drastischen Geburtenrückgang hatten auf 40% der Zahlen von vor 1989. Und diese Generation, die Anfang der 90er Jahre nicht geboren wurde, die fehlt jetzt einfach als Elterngeneration. Die Kinderzahl wird erneut sinken, weil die Eltern nicht da sind, die Anfang der 90er nicht geboren wurden. Lösungen dafür werden bei den Schulen gesucht. Die Mitglieder des BWA wünschen sich eine frühere und möglichst praxisnahe Vorbereitung auf Ausbildung und Studium. Ganz großes Thema ist die Betreuung der Kinder schon in der Kita, was dann natürlich nach oben weitergeht, Schulbildung und natürlich auch die Berufsausbildung. Also wenn ich höre, wie viele Unterrichtsstunden da teilweise ausfallen, die natürlich kompensiert werden müssen, jeder wird mal krank und da müssen eigentlich Wege und Möglichkeiten gefunden werden, dass da das nötige Wissen doch vermittelt wird. Weil alles können wir als Unternehmen dann doch nicht leisten und auch tragen.
das Praxislernen, die Berufsorientierung in Schulen spielt eine ganz große Rolle. Und wir leben dort mit, wir machen mit, wir leben das schon seit einigen Jahren. Und ich kann nur sagen, dass das sehr auch viele Früchte trägt. Und wir aus diesen Schülern auch mehrfach schon spätere Auszubildende herausgebracht haben. Die Mühlen der Politik. Und damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Sendung. Übrigens können sich auch Lesefreunde auf den Frühling freuen. Vom 26. März bis zum 19. Juni findet der 22. Cottbuser Bücherfrühling statt. Den Anfang macht am kommenden Mittwoch die Talkrunde Lesen und Leute. Um 19.30 Uhr können Sie sich bei Hugendubel auf anregende Gespräche über interessante Neuerscheinungen freuen. Somit heißt es also nicht Lesefrust, sondern Leselust mit Hochgenuss. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis dahin, tschüss. Die DAK lädt ein. Auf zur großen Ranzenparty der DAK Gesundheit. Am 27. und 28. März in der Galeria Kaufhof. Unter dem Motto passender Ranzen, gesunder Schulstart erfährt man alles Wichtige zur Einschulung bis hin zur richtigen Sport- und Schulkleidung. Die Verkehrswacht bietet einen Fahrradparcours und Fahrradkodierungen. Weiterhin gibt es Angebote für außerschulischen Sport vom Verein Kinderleicht in Cottbus. Eine Malstraße und Schminktipps für Muttis. Die große Ranzenparty, Donnerstag am 27. und Freitag am 28. März von 14 bis 17 Uhr in der Galeria Kaufhof. Durchgeführt von der DAK Gesundheit. Juwelier Sack. Auserlesene Wünsche für Anspruchsvolle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und schätzen Ihr Interesse an edlem Schmuck und Uhren. Tradition trifft Moderne. 175 Jahre Juwelier Sack. Feiern Sie gemeinsam mit uns am 1. April 2014. Nie zu alt fürs Radeln. Riesenauswahl, fachliche Beratung und einen ausgezeichneten Service. So kommen Sie mit einem Elektrobike von Fahrradschenker mühelos in Fahrt. Sportlich flink und unabhängig. Elektrobikes machen Berge zu Tälern. Seien Sie willkommen zu einer Probefahrt bei Fahrradschenker in Cottbus. Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Der Regenschirm war heute wieder mal unser ständiger Begleiter. Bei leichtem Regenschauer erreichten uns Temperaturen um die 10 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann etwas ab. Der Himmel bleibt weiterhin bedeckt und es werden zwischen 2 und 4 Grad erreicht. Der Dienstagmorgen startet dann wolkig in den Tag. Am Nachmittag kann man wieder mit leichten Regenschauern rechnen. Die Höchstwerte liegen dann bei 9 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats März. Landskron hell. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron. Immer ein Genuss. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbuser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, T
Tele-Columbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern. So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch einen Outdoor-Sattel.